heute: Lohnt sich Fashion von Temu? Wir waren online shoppen, aber nicht für uns selbst, sondern jeweils für die andere. Ich habe für Vicky geshoppt und Vicky hat Outfits für mich ausgesucht. Wir haben uns drei Kategorien ausgedacht, wo wir ein komplettes Outfit zusammenstellen müssen. Mit Schuhen, mit allem, oben, unten, überall. Man soll am Ende nicht nackt dastehen. Das wäre gut. Alltagsoutfit für ein Date und Homeoutfit. Drei Outfits in 10 Minuten. Start! Alltagsoutfit. Date-Outfit. Was soll ich eingeben? Ich weiß. Draußen ist kalt. Gerade eben. Pullikleid. Oh, das erste ist schon mal gar nicht schlecht. Hey. Ich guck da nicht hin. Oh, das mag ich. Ich will aber schon so ein bisschen nicht das kaufen, was du sowieso immer anhast. Also du willst was Hässliches kaufen. Habe ich das richtig verstanden? Was Besonderes. Ich bin voll gut dabei. Hä? Hey, ich hab doch gar nichts. Das ist auch süß. Okay, ich glaube, ich muss das Thema wechseln. Ich mache jetzt Pyjama. Ich habe richtig Stress, Leute. Oh, der ist auch süß. Jetzt kann ich mich nicht entscheiden. Okay, ich nehme das hier. Da könnte man auch einen Cardigan drüber machen. Ich mache alle Outfits komplett durcheinander. Kein Plan mehr. Kuschelsocken gehen auch. Oh, Hausschuhe, stimmt, du hast recht. Die schummelt. Wir haben ja gar kein Budget. Denkst du, ich soll auf noch irgendwas achten? Diese Kappe ist ja cool. Kann ich auch für mich was kaufen? Konzentration. Wie lange haben wir noch Zeit? Wo ist die Zeit? Nur noch 6 Minuten. Warte mal, was wollte ich denn jetzt auf Date? Kleid. Oh, die ist ja süß. Nehme ich in den Warenkorb. Ich hätte gern so ein Gossip Girl-mäßiges Date-Outfit. Das ist ganz cute eigentlich. Bist du schon auf der Zielgeraden? Es geht so. Ich brauche noch ein paar Accessoires, glaube ich. Und die Zeit ist um. Stopp. Ich glaube, ich habe alles bekommen. Accessoires könnte schwierig sein. Ich bin auch zufrieden. Ich habe den Warenkorb vollgehauen. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel. Wir haben etwas aufgebaut. Ich will was anprobieren. Können wir direkt anfangen? Are you ready? Ich glaube nicht. Muss ich Angst haben? Ja. Ich habe schon versucht, dass ich wirklich schöne Outfits raussuche. Das ist mal kein einander zu ärgern und extra das Schlechte auszusuchen. Hab mein Bestes gegeben. Shine lights and purple sky. Dein Alltagsoutfit. Oha, du hast ja echt an alles gedacht. Viel Spaß damit. Zur Hälfte ist es ziemlich typisch für mich. Solche Ohrenwärmer habe ich. So einen normalen Pulli und eine Jeans trage ich auch. Aber im echten Leben weiß ich nicht, ob ich auf die Idee gekommen wäre, diesen langen Cardigan dazu zu kombinieren. Ich bin so gespannt, wie das gleich in Kombi aussieht. Und dann auch noch diese Schuhe. Die sehen eher aus wie so Hauspuschen. Jetzt bin ich dran. Ich habe ein kleines Problemchen, Leute. Bei meinem Outfit ist ein Teil nicht angekommen. Der Rock. Ich habe einen Ersatzrock. Also ich habe jetzt Rock aus meinem Schrank genommen. Zählt das? Ist das erlaubt? Vielleicht braucht man aber gar keinen Rock. Ja, doch, man braucht einen Rock. Ja, damit. Teil Nummer 1. Eine Haarschleife. Sehr süß. Teil Nummer 2. Hellblau. Ich weiß, du sagst immer, hellblau steht dir nicht. Heute ist der Tag. Ihr alle dürft bewerten, ob Sarina in dem hellblauen Outfit gleich gut aussieht. Wow, das ist ein sehr langes Hemd. Guck mal, wo mein Knie ist. Aber um das Hellblau ein bisschen abzusoffen, warte. Gibt es noch den süßesten Cardigan aller Zeiten? Den machst du da drüber und dann kommt nur noch der Kragen und das untere raus. Okay. Cute, oder? Vielleicht ist es dir aufgefallen, für unten rum fehlt noch was. Das ist nicht angekommen. Aber, also... Ich habe einen Ersatzrock. Eigentlich hätte es so ein taubbrauner Rock werden sollen. Ich habe 2 beige zur Auswahl. Probier einfach beide Röcke mal dazu an, welcher besser passt. Viel Spaß! Gleich! Ciao, Kakao. Ich bin dann mal in meiner Privatumkleide. Step 1 ist schon mal in Ordnung. Es passt schon mal alles. Also der Pulli passt, die Hose passt, die Schuhe passen. Jetzt muss ich nur noch den Cardigan und diese Ohrendinger dazu aufsetzen. Let's see. Hello. Ich habe mich angezogen. Und du hast einen Pluspunkt. Sieht auch ganz cozy aus. Also so gemütlich, oversized, wie ich es gerne mag. Aber ich sag's euch, mir ist jetzt schon heiß. Jetzt muss ich mich noch so einpacken. Das ist ein Schneeoutfit für minus 10 Grad. Ich glaube, hier kann man die Größe noch verstellen. Sieht ein bisschen eng aus. Die sind ein bisschen mittelmäßig von der Qualität. Bin ich euch ehrlich. Okay. Ohrenwärmer am Start. Cute aus oder sieht es komisch aus? Voll süß. Danke. Hä? Ich bin jetzt schon zufrieden mit deiner Leistung. Wenn ich jetzt zu laut schreie, es tut mir leid, ich höre nichts mehr unter denen. Hier, die Ärmel sind ein bisschen cool. Tada! Und? Wie sieht's aus? Es sieht doch voll gut aus. Eigentlich habe ich es mir genauso vorgestellt. Die Schuhe finde ich auch ganz cute dazu. Wenn ich normal stehe, sieht man den Plüsch gar nicht. Das sind so braune Schuhe. Aber wenn ich dann einen Schritt mache oder so, dann sieht man das. Das ist ganz cute. Sarina. Danke für das Outfit. Ich gebe dir 5 von 5 Punkten. Dann lege ich schon in Führung. Ja, warte mal ab. Warte ab, ja. Oh, ich will jetzt gerne auf so ein Coffee-Date gehen. Stubby. Wuhu. Auf ein Date gehst du gleich noch. Ich brauche erstmal einen Spiegel. Hello, hello, hello. Das ist das erste Outfit, das Vicky für mich ausgesucht hat. Achtung, Schleife fehlt noch. Sagen wir so, es ist ein nicht ganz unauffälliges Alltagsoutfit. Hat so
von Privatschule-Vibes. Ja, mega. Hey, du kannst den Cardigan noch zumachen. Du musst mich stylen. Und die Schuhe fehlen ja auch noch. Ja, stimmt. Ich dachte schon, die sind auch nicht angekommen. Das sind die eigenartigsten Knöpfe, die ich je gesehen habe. Die sind aus Stoff. Das ist so eine richtige Fummelarbeit, die da durchzubekommen. Aber dafür sind sie cute. Alle zumachen. Alle? Du siehst aus wie ein Lotta. Das hier unten ist ja auch noch offen. Hä, das ist ja voll komisch. Dann geht das so. Das sind deine Schuhe dazu. Alter, Vicky, was ist denn das für ein Alltagsoutfit? Hä? Auf der Uni laufen alle so rum. Du warst doch noch nie auf der Uni. Doch. Und außerdem in meinem Buch Save Me laufen die auch so rum. Ich dachte mir schon, dass du von irgendwas gerade zu viel liest. Halt, stopp, da ist was drin. Man könnte denken, die Farbe ist ein bisschen braun für das Outfit. Man braucht ja auch noch einen Kontrast. Und außerdem, der Rock wäre eigentlich dunkler gewesen. Der nicht angekommen ist, ihr wisst schon. Kann jetzt jeder sagen. Also noch ein Reißverschluss. Wie lange Beine braucht man? Es ist perfekt. Ja, jetzt musst du noch ein bisschen schnüren. Klappt man die um? Nee, die gehören schon hoch. Vielleicht hast du zu kurze Beine. Dann kann ich nicht mehr abknicken, wenn ich das jetzt zuschnüre. Gut. Ich muss mich hinsetzen. Ich helfe dir. Ich guck mal online das Bild an. Wie das jetzt wirklich für 2 Sekunden. Wie muss man diese Schuhe schnüren? Wahrscheinlich braucht man einfach lange Beine dafür. Ja, wo ist denn das jetzt hin? Ich hatte es doch gerade noch. Wie vermutet, hier sind die Schuhe. Man schnürt sie bis ganz nach oben. So ein bisschen locker. Aber die gehen übers Knie. Das muss so. So sehen die aus. Und das ist der Rest vom Outfit. Das hätte der Rock werden müssen, Leute. Das hier. 100 Jahre später ein Stiefel an. Ich bin trotzdem sehr begeistert von meinem Outfit. Ihr müsst auch unbedingt bis zum Ende dranbleiben und dann für alle Outfits abstimmen. Also Hashtag Team Vicky, wenn ihr meine Outfits besser findet, die ich für Sarina ausgesucht habe. Oder Hashtag Team Sarina, wenn ihr die Outfits, die Sarina für mich ausgesucht hat, besser findet. Ihr könnt auch bei jedem Outfit extra abstimmen. 100 Jahre später und sie schnürt noch immer. Okay, vielleicht wenn man den Alltagsaspekt betrachtet, ist jetzt nicht mehr so passend. Ich glaube, du hast das erste Outfit schon verloren. Aber es sieht so cute aus, ich bin immer noch begeistert. Aber wenn man dann hinfällt, kann man sich auch nichts brechen, weil man ist eigentlich schon eingegipst. I need help! Ah, jetzt ein bisschen anstrengend, kannst du dich selbst auch. Wenn ich jetzt verfolgt werden sollte, im Alltag, kann ich davon gehen. Abknicken ist nicht mehr so. Ich glaube, das Outfit ist fertig. Fehlt noch was? Die Schuhe, gut, lässt sich streiten. Aber obenrum ist einfach so cute. Na, wer hat Outfit 1 Alltagsoutfit gewonnen? Wir wissen natürlich, dass ihr alle auf das State-Outfit wartet. Deshalb kommt vorher noch das andere. Shiny lights and purple sky. Okay, was hast du Cozy-ness für mich? Ein Cozy-Outfit für zu Hause an einem Wintertag. Brauche ich. Kuschelige, bequeme Hose. Geht immer. Finde ich, sieht sehr cute aus. Hausschuhe. Oh, mein Herzchen. Die sind ja richtig niedlich. Und passend dazu diesen Pulli. Ich raste aus. Ist das süß. Ich finde es auch süß. Das ziehe ich an, wenn ich dann später nach meinem Date gleich verliebt bin. Eure Cozy-Vicky ist am Start. Hi. Ein klitzekleines Problemchen haben wir. Die Schuhe sind zu klein. Also wenn ich da ganz reinrutsche, dann sieht es so aus. Was für eine Schuhgröße hast du ausgesucht? One size. One size. One size für Babys. Aber sind wir uns ehrlich? Man kauft immer solche Hausschuhe, aber man zieht sie einfach nie an. Wer kennt's? Ja, okay. Ich muss dir leider schon wieder ehrlicherweise 5 von 5 Punkten geben. Liebe Herzchenprint, da fällt mir ein, was ich mir von dir zu Weihnachten oder zum Geburtstag wünschen könnte. Gib da doch so eine Herzchenbettwäsche. Die würde ja perfekt dazu passen. Weißt du, wenn du das anhast, wird dich jeder umarmen wollen. Okay, kein Problem. Was soll ich sagen? Hin und weg. Der cuteste Home-Pyjama, den ich je gesehen habe. Wuhu, ich gewinne hier wieder. Das ist jetzt deins. Mhm. Die Farben passen nicht 1:1. Passen überhaupt gar nicht. Ich weiß, aber online sah das anders aus. Das sieht schlimme Katastrophe aus. Heute bist du echt der Beschwerdebär. Ich habe als Grundoutfit auch so eine Kuschelhose. Da hinten der Pulli dazu. Passt sie? Ich habe dir auch noch eins kleiner bestellt. Ja. Hättest du gerne kleiner? Ist ein bisschen groß, glaube ich. Aber es sieht doch cozy aus in groß. Okay. Oh, ich habe das auch noch. Passende Oberteil und dann noch für den extra Coziness-Faktor einen Cardigan. Okay, ich zieh's an. Drück mir die Daumen. Irgendwie will mir Vicky nicht die kleinere Hose geben. Okay. Der Schlabberlook gehört dazu. Eingekuschelt. Ich find's sehr süß. Die Socken sind halt
leider ein Minuspunkt. Ja, aber online sieht man die Farben aber auch nie so genau. Sehr, sehr kuschelig und sehr, sehr warm. Ihr dürft abstimmen, welches Homeoutfit ist cooler? Ja. Es ist auch schön, aber das schlagt halt einfach niemand, oder? Welche Meinung seid ihr? Ich will es nicht mehr ausziehen, ich cancel das Date, ich bleib zu Hause. Das war so klar. Ich will mein Date-Outfit sehen, jetzt sofort. Shiny lights and purple sky. Ein bisschen Angst. Stopp mal. Wohin gehe ich aufs Date? Nach New York. In den Central Park Entenfit. Ich weiß ja, was Sarinas Traumdate ist. Auch noch Boot fahren. Ja, das musst du mit ihm abklären. Dein Outfit dafür ist das hier. Das sieht ein bisschen so nach Hexe aus. Nein, musst du mal anziehen. Ich hatte zuerst ein anderes Kleid, das so ähnlich war, aber das war dann ausverkauft und jetzt hast du das Kleid bekommen. Spannend. Kriegen Schuhe? Diese Schuhe, die machen das Ganze auch so ein bisschen cozy und casual und passen zur Tasche. Ihr gleich Enten füttern im Central Park. Okay. Dein Outfit hängt da noch. Muss ich es mir jetzt selbst angucken? Das ist ein Pulli Oversize. Kleid? Pulli-Kleid. Pulli-Kleid. Ah, und das musst du in die Taille ja wahrscheinlich, ne? Ja, dann hast du noch eine Herzchenstrumpfhose. Das Herzchen-Motto zieht sich wohl weiter. Und da unten stehen noch deine Schuhe. Süß. Noch erkenne ich kein Herzchen. Das sind doch Tröpfchen. Oha, was sind denn das für Schuhe? Ganz ehrlich, hätte ich nie gekauft. Ich bin gespannt, wie die jetzt gleich aussehen mit diesem ganzen Outfit. Von super weiß gerade. Zu super schwarz. Diese Schuhe sind echt speziell. Das sind Sockenschuhe, Sockenstiefel. Oh, die sind ein bisschen groß. Ja, die sind ein bisschen groß. Ich kann es auch so da unten so sammeln. Vielleicht ist es besser. Du hast mir ja noch gar nicht verraten, wohin mein Date geht. Ready? Ich muss sagen, das Kleid finde ich besser als erwartet. Die Schuhe, die sind ganz große Katastrophe. Die sind auch vorne super breit. Ich schwimme da so drin rum. Hiermit wirst du, ich bin nicht so kreativ wie du gewesen, ins Kino. Okay. Das nächste Mal denke ich mir dann ein cooleres Date für Vicky aus. Ja, die Schuhe haben schon mal einen Minuspunkt. Das rutscht immer. Und hier wäre ein Gürtel ganz gut. Ist auch ein bisschen zu kurz, wenn ich das so richtig in die Taille mache. Das ist echt ein kurzes Kleidchen. Ja, die muss ich alle 5 Minuten hochziehen, weil die halt auch einfach nicht halten. Und bequem sind sie auch nicht. Ja, so. Komisches Geräusch beim Laufen. Die Schuhe sind so ziemlich durchgefallen. Und kurze Anmerkung am Rande. Hier ist sogar eine Tasche. Ich habe auch an eine Tasche gedacht. Wie soll ich das Kino bezahlen? Ich habe keine Tasche. Ich würde sagen, du lässt dich einfach einladen. Ich brauche Popcorn, ich brauche Getränke, ich brauche viel. Aber die Schuhe sind so groß, da kann ich 500 Euro reinstecken. Ich bin so mittelzufrieden. Ihr dürft auch bei diesem Outfit wieder abstimmen. Hashtag Team Vicky, wenn ihr das besser findet. Und Hashtag Team Sarina, wenn ihr das hier besser findet. Wenn wir öfter solche Fashion-Videos machen, dann macht jetzt schon mal einen Daumen nach oben. Dann wissen wir Bescheid. Bye, bye. Tschüss. Und danke für eure Abos.